Hallo meine Freunde und die, die neu hier sind auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch 7 Tage lang, wie man in den Bergen überleben kann, aber mit Spaß. Hab meine 2 liebsten Menschen mitgenommen. Zeige euch dann am Anfang, welche Ausrüstung ich mitgenommen habe und wie das so gelaufen ist mit ein paar Ausrüstungen. Das ist halt nicht so gut gelaufen in den Bergen, aber sonst alles gut. Wir sind heile angekommen. Dann werde ich euch einfach zeigen, was so passiert ist auf der Reise. Rede darüber, was alles so geschehen und was. Lasst euch einfach überraschen. Es ist auf jeden Fall sehr schön, die Reise gewesen. Meine Intuition hat mich da wieder hingeführt. Tag 1, was nehme ich mit? Ja, das war ein bisschen schwierig. Da habe ich zu Hause viel drüber nachgedacht. Das werde ich euch jetzt zeigen. Und das war die erste Nacht, da haben wir übernachtet, das hat viel geregnet, jetzt aber wieder schön. Das hier ist der Trangia, den nehme ich halt mit, weil der funktioniert mit Gas. Das Geilste dabei ist, du kannst einfach, ne, ich habe jetzt hier Müsli drinne gepackt, das ist so eine Pfanne, da könnt ihr das anbraten, ne, einfach so einen Topf, da haben wir 2 davon, da machen wir jetzt gleich Tee rein. Das Coolste ist, ihr könnt halt auch da drinne Suppe machen und dann könnt ihr die Pfanne nehmen und das darauf legen und könnt einen Deckel da drauf machen. Und man kann halt so viel damit machen. So, jetzt ganz kurz futtern, Energie holen, Guyusa gemacht, Grüntee. Hier gerade in den Almen, sehr schön. Kleine Kirsche. Hier ein guter Beispiel, ne, Trangia ist einfach so praktisch. Einfach auf der Wiese, hier ist einfach Strand und es merkt halt keiner. Ihr seid sicher, ihr könnt einen Tee machen und könnt es einfach genießen, Warmtee am Strand. Deswegen ist auch wieder so ein Drang hier dabei zu haben. Es ist einfach aufzubauen und man kann einfach schnell wieder zusammenpacken, wenn es Stress gibt. Ist eigentlich schon sehr cool. Was auch wichtig ist, ganz klar, eine Bodenmatte oder die Treppmatten eigentlich sehr geil, weil man kann die einfach, zack, Kissen daraus machen. Und hier kann man dann drauf sitzen. Achso, können Sie gerne machen. Das wäre super. Kommen Sie her. Perfekt. Ich mache gerade eine Aufnahme. Ja, die wird so wird sie besser. Perfekt. So rum am besten. Ja, genau so. Waagerecht, ja, gut. Ist das Video? Das ist Video, ja. Ah jo. Ja. So. Dann hier ist das so ein klarer Fall. Da muss man doch den Walchensee drauf haben. Okay, so geht's auch. Dankeschön. So, hier habe ich erstmal den Minzöl dabei. Kann man unter der Nase reiben, an den Stirn. Und für die lange Zugfahrt, wenn man 13 Stunden fährt, ist es auf jeden Fall geil, weil es ist halt nicht schön, die Luft dort. Das kann man auch im Wasser reinpacken, wenn man ein bisschen was mit dem Hals hat. Hier, ne, nochmal, dass man das sieht, warum das wichtig ist, Minzöl dabei zu haben. Zähne putzen einmal, ne? Ja, Zahnbürste rein. Und man kann sich auffrischen, alles so in den Stirn schmieren. Man kann es auch ein bisschen unter die Achseln machen, ne? Es ist halt, wiegt halt nichts, es ist gesund. So, Zähneputzen. Das hier ist Acerola-Pulver. Da ist ganz viel Vitamin C drin. Pflanzen, die am meisten Vitamin C hat. Und deswegen brauche ich das, ne? Weil Vitamin C hält wach, macht dich frisch. Und wenn du mal schlechte Laune in den Bergen hast, ne, kannst du dir mal so Power holen. Und das kannst du einfach in Bergswasser reinpacken, weil, ne, nur Wasser immer trinken so in den Bergen ist manchmal ein bisschen langweilig. Dann kann man das da so reinmischen mit Zitrone. Dann passt es eigentlich. Dann hat man so einen schönen leckeren Geschmack auch dabei. Zeige ich euch mal, warum ich Acerola dabei habe. Habe ich jetzt mal Wasser reingepackt, ganz viel Vitamin C, Zitrone, ganz viel Vitamin C für Kopfschmerzen. Unterwegs kriegt man wahrscheinlich Kopfschmerzen, weil Anstrengungen, Sonne, Migräne kriegt man. Man denkt so, ein Filter in den Bergen, was bringt das denn? Man kann eigentlich auch ein bisschen Wasser filtern, aber das Wasser ist eh zu sauber. Aber ich nehme es eigentlich mit für den Drang ja hier, ne? Dass man einfach Kräuter pflückt draußen in der Natur und das dann im Wasser aufkocht und dann kann man das schon rausfiltern. Chlorella-Tabletten habe ich hier dabei zum Ausscheiden von Bakterien, Schadstoffe. Deswegen nehme ich die einfach mit, weil wenn man viel Wasser trinkt in den Bergen, man weiß ja nie, vielleicht pinkelt da ja eine Kuh rein. Hier habe ich einmal Stevia, einfach so ein kleines Süßungsmittel. Und das packe ich halt auch beim Guyusa rein, beim Kräutertee, beim Wasser. Dann hat man immer so ein bisschen Süße dabei und das ist gesunde Süße. Auch sehr schön einfach, wenn man in den Bergen ist und einfach mal wieder ein bisschen Power braucht. Und das gute, bekannte Taschenmesser nehme ich auch immer dabei. Das ist ja, da muss man ja nichts drüber sprechen. Es ist halt einfach gut, einfach ein Messer dabei zu haben. Dann habe ich einmal den Tarp hier. Der ist, glaube ich, 3 Meter mal 3. Aber ehrlich gesagt, habe ich hier einen Fehler gemacht, weil in den Bergen Tarp mitzunehmen, wenn das wie hier
guck mal, schon nebelig ist und gestern die ganze Nacht geregnet hat, ist das halt wirklich scheiße. Ach so. Hallo. Das ist ja geil. Das kann man mit einem Tarp machen, wenn es regnet. Der Regen kommt von hier rein jetzt, wo mein Finger jetzt zu euch zeigt. Und mit so einer Plane einmal ran, hier an den Tisch, können wir schön essen. Windgeschützt und regengeschützt. Oh, sowas kann man auch bauen mit so einem Tarp. Ein kleines Dächlein, Tische und ne, die Stühle hier wie so eine Mauer bauen. Da ist ein Riesenfluss und eine Klippe und da kommt dann der Regen rein, ne, nach dort, und das ist halt blöd. Deswegen haben wir erstmal hier alles schön zugedichtet. Und so sieht's halt drinnen aus. Richtig gemütlich. Servus. Und da sind die Berge. Hier packe ich eigentlich so Seile rein, Notfallseile, wenn man was verbinden möchte. Und einmal, das ist auch sehr cool, wenn man sich verletzt. Ne, das klebt das Zeug irgendwie, das kann man über die Wunde ziehen. So ein Verbandzeug, eigentlich auch sehr cool. Hier ist einfach so ein Paket, das ist eigentlich auch immer gut, was man immer zumachen kann, weil es kann halt immer sein, was ausläuft und so. Kann man also das einfach hier reinpacken. Hier habe ich Guyusa drin, Kakaobohnen und Maca und Cola Nuss habe ich dabei und ganz viele Sachen, die einfach in den Bergen uns Power gibt. Wenig wiegt, kann man alles im Essen reinmischen, im Getränken reinmischen. Zweiter Tag. Erster Tag war halt nicht viel los, ne? Sind dann um 1 Uhr nachts angekommen. Dann habe ich euch dann ein bisschen gezeigt, auch in der Zukunft auch schon gezeigt, was das so gemacht hat, die ganzen Sachen, und was sie bewirkt haben. Ja, Tag 2 haben wir dann erstmal morgens gegessen, dann zum Tretbecken gegangen. Das war eigentlich sehr schön dort. Sieht man ja gerade, ne? Wir machen den Storchengang. Haben wir uns erstmal ein bisschen wach gemacht, frisch gemacht. Weil ich werde euch gerne zeigen, was wir eigentlich vorhaben, deswegen bereiten wir uns da kurz vor. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Ja, und dann sind wir erstmal dorthin gelaufen. Das ist, glaube ich, von hier aus so 600 Meter Höhe. Ah, ne, ich weiß gar nicht mehr, aber es war auch schon sehr hoch schon. Das ist so ein Wasserfall. Und in diesem Wasserfall legen wir uns rein. Da nehme ich gerade auch Andi auf, das ist ihm sehr kalt. Ja, ganz lustig eigentlich. Da dreht er gerade mich durch, weil es zu kalt ist, weil er wollte sich ganz reinlegen. Hier ist der Wasserfall, da versuchen wir gerade irgendwie reinzukommen. War auch ein bisschen schwierig, weil die Aufnahmen von da hinten habe ich jetzt gerade nicht, weil es ist ein bisschen schwierig, da eine Kamera aufzubauen. Und dann haben wir überlegt, so, wie können wir da jetzt rein für eine coole Aufnahme und auch uns aufzufrischen, weil das war halt wirklich sehr cool dort am Wasserfall. Dann habe ich überlegt, so hier, so reinschwimmen vielleicht, und dann kommen wir mal gucken, ob wir da rauskommen. Andi versucht noch einen Weg irgendwie da lang. Ja, der erste Tag war halt eigentlich nur irgendwie am Wasser gewesen, geschwommen dann. Dann noch einen Klaus kennengelernt, der hat uns dann eine Wanderroute gezeigt, die wir dann irgendwann gehen, wird die auch dann sehen. Aber der zweite Tag, da haben wir eigentlich nur ausprobiert, da reinzukommen, oder einen halben Tag. Das seht ihr jetzt auch gerade, da habe ich noch eine bessere Position bekommen. Da bin ich dann reingesprungen. Oh, die Strömung war auch wirklich sehr heftig. Die war wirklich sehr stark und oh, das hat richtig gut getan. Ja. Ah, Mann. Das war auf jeden Fall schön, diese 7 Wochen, die 7 Tage. Ja, dann war es auch erstmal schwierig, da rauszukommen. Jetzt gerade ist alles super, ne? Ich dachte so, wow, geil. Da versuche ich jetzt wieder rauszukommen und die Strömung hat mich einfach wieder zurückgezogen. Das heißt, ich konnte da eigentlich nicht mehr raus. Ne, dann sieht man es da gerade da. Bin ich erstmal voll. Ne, ich wollte da rechts, aber es ging halt nicht. Ich bin wieder einfach fast wieder zurückgespult wieder. Ne, da musste ich wieder zurück. Einmal kurz eine kleine Pause machen, schauen. So, was mache ich da jetzt eigentlich? Wie komme ich da eigentlich raus? Ja, am Ende bin ich dann doch rausgekommen, bin dann. An der Wand habe ich mich dann rausgezogen. War auf jeden Fall heftig. Das war der erste Tag halt. Ja, ich fand es eigentlich sehr schön. Jetzt kommt der zweite Tag. So, Tag 3. Das ist ein Tal, was uns Klaus auch gezeigt hat. Wo der gesagt hat, ey, geht mal dahin. Das ist sehr schön. Und das ist wirklich sehr schön gewesen. Da waren wir jetzt auf einer Alm. Sind, glaube ich, 1250 Kilometer hoch. Da haben wir Pferde gesehen, haben wir die ein bisschen gefüttert. War sehr schön auch.
Hab auch versucht, auf ein Pferd zu reiten, aber ich dachte, nee. Oh, hallo. Hallo. Freddy Michaels Horse Adventure. Du bist doch dabei. Aha. Alter, ey. Was mache ich gerade? Ey, ihr seid gruselig, Leute. Wirklich, Mann. Ihr seid wirklich gruselig, Mann. Ich glaube, wilde Pferde, ich glaube, die mögen sowas gar nicht, weil die sehen nicht so aus, dass das so Reitpferde sind. Was wisst ihr das? Hey. Ich glaube, der rechte ist ein bisschen lieber. Der hier? Der, oh, der ja, der ist ganz lieb, der rechte. Ja, der will essen. Ja. Dann geht's weiter. Wir waren in den Alpen. Ja, und dann haben wir eine Schlafmöglichkeit gesucht, wo man irgendwo schlafen kann. Und da haben wir eine kleine Hütte auch gefunden. Da haben wir uns dann auch fertig gemacht und aufgebaut. War auch richtig verrückt danach. Wirklich starker Sturm, Gewitter. Wir haben wirklich so Glück. Wir haben kein Zelt dabei. Ich habe es euch ja gezeigt mit einem Tarp in den Bergen. Hat nicht so viel gebracht. Ja, und dann haben wir die Nacht überlebt und haben dann morgens dann gegessen. Und danach haben wir noch eine Bürgermeisterin von diesem Ort getroffen, die so, ah, schön, dass ihr reist. Das war sehr, sehr schön. War richtig cool. Und danach sind wir weitergezogen. Dann kam Tag 4. Da sind wir erstmal durch die ganze Zeit durch ein Tal gegangen. Wir wollten nach unten zum See, ein bisschen schwimmen. Und wir sind gelaufen. Und das hat wirklich sehr lange gedauert, irgendwie nach unten zu kommen. Dann haben wir hier noch einen schönen Wanderweg gehabt, der wirklich stundenlang gegangen ist. Auch sehr schön. Ja, wir haben halt versucht, irgendwie zum See zu kommen. Das, der müsste, glaube ich, Wachelsee hießen oder heißt halt. Da wandern wir wieder so, ah, wann geht's hier raus? Ja, war schon sehr schön. Ja, war auch wirklich lustig. Es ist wirklich wichtig, mit den richtigen Leuten zu reisen, auf jeden Fall. Und hier habe ich Erdbeeren gefunden. Richtig geil. Wild-Erdbeeren. Ich habe mich erstmal richtig voll gefüttert. Und das nächste habe ich gefunden. Erdbeeren. Boah, die geben mir auf jeden Fall Kraft. Erdbeeren sind erstmal schon hier. Sehr schön. Das gibt auf jeden Fall Kraft. Schaut mal, da kann man doch schon gut satt werden. Boah, das sind glaube ich so 20 kleine Wilderdbeeren. Die geben auf jeden Fall Kraft. Man findet ja doch sehr viel im Wald. Man glaubt das nicht, aber wenn man erstmal kein Essen hat und dann einfach mal nur von der Natur leben muss, findet man wirklich doch viel, wenn man anfängt zu sammeln. Sehr schön. Aber gut. Ich habe jetzt nicht nur Kräuter gegessen, wir haben ja den Trang ja dabei gehabt und gutes Essen. So war das ja jetzt nicht. Aber die Erdbeeren waren auf jeden Fall sehr erfrischend, weil Vitamine, ne? Hier haben wir halt Wim Hof gemacht, haben es genutzt, diesen Sauerstoff, weil in den Bergen die Luft ist einfach so gut. Weil Wim Hof ist halt wirklich wichtig für den Körper, weil es ist einfach nur eine Atemübung mit kaltem Wasser, sehr hilfreich. Ja, das war halt der Tag. Tag 5, wir sind am Wasser angekommen, haben erstmal Erdnussbutter gegessen, hat man ja gesehen gerade mit dem Löffel, war ganz schön. Ja, die Sonne geht gerade auf, ja, ist halt sehr, sehr früh noch. Ja, dann ging es halt los, erstmal wieder fertig gemacht, geduscht. So, hier gehen wir jetzt rein, wir müssen auch uns mal ein bisschen duschen. Ah, sehr schön. Richtig klares Wasser, wie so ein kleiner Swimmingpool. Sehr schön. In so einer Umgebung. Erzähl mal was, Alter. Ein Kuscher. Dann geht's weiter. Wir sind halt dann losgegangen vom See und haben dann hier noch einen kleinen Pool gesehen. Haben wir uns erstmal abgekühlt. Haben halt auch gegessen, wie man das halt macht. Wir mussten dann auch einen Platz suchen dann, weil es bald anfängt zu regnen. Und in dieser Umgebung habe ich voll was Interessantes gesehen. Schaut einfach mal selbst. Einer mir von euch in den Kommentaren mal sagen, was das für ein Stein ist. Das glänzt einfach wie Silber. Ich habe mir gedacht, dass es so vielleicht so Edelstahl ist oder sowas, was im Stein irgendwie drin ist. Das glänzt richtig. So sehen unsere Tage aus. Wir wandern herum,
Manchmal finden wir eine kleine Hütte dort links, fragen, ob wir da übernachten können. Und manchmal klappt das, dass wir auch da übernachten können. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Ja, mal gucken, was in dieser Hütte gleich ist. Vielleicht ist da jemand, der sagt, ja, ihr könnt da übernachten. Dann haben wir schon mal wieder eine Nacht überlebt in den Bergen. Ich kann es gerade gar nicht sehen, weil wir sind gerade sehr tief im Wald. Kann ich euch gar nicht die Berge gerade zeigen. Ja, ne, 6. Tag schon. Ausrüstung ist ja doch nicht so schlimm, das ist, was ich mitgenommen habe, weil uns geht's wirklich gut mit dem Tarp. Haben wir jetzt nicht so oft gebraucht, ne? Wieder in eine Hütte geschlafen. Auf jeden Fall Ausrüstung, denke ich, kann man machen, kann man so mitnehmen. Tarp könnte man vielleicht rauslassen. Aber die ganzen Pulversachen, die haben uns einfach Kraft gegeben. Wie man sieht, versuchen wir gerade durch so ein Tal reinzukommen, wo man eigentlich mit Kletterausrüstung da rein muss. Das ist wirklich schwierig gewesen, da reinzukommen. Aus der Kamera sieht man das nicht. Oder hier sieht es man eigentlich schon, wie tief das eigentlich ist. Da wartet dann meine Freundin drauf, ob wir da gleich wieder zurückkommen können. Oder wir gleich sterben dort. Aber nein, wir haben es überlebt. Auch wirklich schöne Aufnahmen. Ne? Und dann da geht's halt runter. Da mussten wir halt runterrutschen und runterklettern. Es war wirklich sehr nass. Ne, hier sieht's man wieder, Andi will wieder Wim Hof da drinnen machen, voll verrückt. Könnt ihr gerne folgen, der hat auch einen YouTube-Kanal, heißt Mana. Ja, mal gucken, der hat jetzt vor kurzem angefangen damit, mal schauen, was da so passiert. Ja, da versucht er gerade runter zu klettern, ne, das geht halt da ganz tief runter, das ist halt wirklich, lebensmüde, macht das einfach nicht nach. Schaut mal, hier habe ich so ein Horn gefunden. Boah, ich glaube, ich nehme das für meinen Cousin mit. Der liebt sowas. Ja, gleich angekommen, noch paar Schritte noch zum Ziel. Auch ein bisschen kompliziert, Steine alle nass. Ja, das ist halt einfach ein Abenteuer. Genau das braucht man, die Intuition. Die braucht einfach mal dieses natürliche Wilde in der Natur sein. Und da ist das Schatz. Guck mal, was wir gefunden haben in den Tal, im Tal. Das ist so schön. Weiter konnten wir halt nicht runter, weil es einfach zu gefährlich war. Dann sind wir wieder umgedreht und dann war der Tag halt schon wieder rum. Ne? Dann haben wir dann Pause gemacht und geschlafen. Beim letzten Tag sind wir nochmal am See gekommen. Da wollten wir auch übernachten, wurden aber weggeschickt, mussten dann woanders hin. Das habt ihr ja jetzt nicht mitbekommen. War, ja, leider. Wir haben halt Müll mitgenommen, alles, aber ja. Es gibt immer Leute, die das nicht mögen. ja, und dann sind wir halt nochmal zum Wasserfall gegangen. Da ist ein Weg dorthin, dachte ich, ist eigentlich voll schön mit der Brücke, nehme ich mal auf. Eigentlich haben wir die ganze Zeit rumgelaufen, gesprochen, einfach genossen die Reise. Ausrüstung war ja okay, wir konnten halt reisen, wie es geht. Unsere Taschen haben ein bisschen zu viel gewogen auch, das ist leider auch ein Minuspunkt. Aber mein Gott, sonst haben wir wirklich viel geschafft. Ja, die Aufnahmen, was ich aufnehme, wenn man das so anschaut, denkt man sich, hey, so viel war das jetzt nicht. Aber ich konnte ja nicht alles aufnehmen. Ich habe jetzt die besten Sachen aufgenommen. Ja, da geht's halt runter zum Wasserfall. Boah, das ist voll tief. Wie macht man sich eigentlich sauber in der Reise? Ein Wasserfall hilft! Ja, das haben wir halt fast jeden Tag gemacht. Wir haben uns immer sauber gemacht am Wasserfall. Am Wasser, das war auch schön. Luftübungen wieder, Wim Hof. Jeden Tag, eigentlich voll wichtig, könnt ihr eigentlich euch aneignen. Mache ich halt nicht jeden Tag, aber ich versuche mein Bestes, dass ich das jeden Tag schaffe, weil es ist halt wirklich sehr schön. Und ja, hier jetzt mal ein kleiner Schnitt. Ja, so war es halt immer, ne? Die Dusche war halt nicht schön warm, es war richtig kalt. Aber das öffnet ja die freie Geist aus dem Kopf und man wird wieder klar im Kopf und denkt halt auch wieder besser. Meine Meinung, ich kann viel besser lernen und lesen. Es war halt der letzte Tag, da haben wir halt wirklich viel am Wasser gewesen, nochmal das ausgenutzt, das Wasser war sauber und einfach wieder reingegangen und geschwommen. Das war halt einfach wirklich sehr schön da, wieder reingesprungen. Ja,
Ja, eigentlich haben wir nur die Natur genossen. Da gab es kein Ziel. Es war einfach nur Intuition, will Wasser, die wollt frische Luft, es will draußen schlafen. Man will einfach die Berge angucken, rumklettern. Das war halt die Reise mit meinen zwei Liebsten. Und so duscht man in den Bergen. Aber es ist noch gar nichts. Die Kamerafrau hinter uns, die war einfach 25 Minuten da drinnen. Aber mir reicht's jetzt. Ja, das war der letzte Tag dann. Wir haben ein Buch gelesen, waren wieder am See. Ne, die Sonne geht unter. Ja, da haben wir Sachen reingeschmissen, ein bisschen Steine, Musik gemacht aus den Steingeräuschen, die wir im Wasser geschmissen haben. Ne? Eins. Genau. Ach, war ja sehr schön. Sonnenuntergang noch genossen. Ja. Fazit, es war auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit mit den beiden in den Bergen. Intuition hat mich nicht enttäuscht. Er wollte in den Bergen. Es war auch schön. Ich wollte 3 Wochen lang machen, aber es hat halt jeden Tag geregnet. Da sieht's man vielleicht, ne? Es ist nebelig. Aber egal, eine Woche, das hat mich glücklich gemacht und das reicht mir auch. Die nächsten Tage geht's vielleicht nach woanders hin, aber mal schauen. Das war das Video. Ich hoffe, dass es euch irgendwie inspiriert hat, selbst zu reisen. Vielleicht auch irgendwie, dass ihr was raus lernt. Vielleicht kein Tarp mitnehmen in den Bergen, wenn es jeden Tag regnet. Schreibt gerne mal in den Kommentaren, wo ihr gereist habt oder ob ihr auch einen YouTube-Kanal habt, wo ihr eure Reise ja zeigt mit uns. Gucke ich mir gerne an und kommentiere auch gerne mal da drauf. Ich finde das sehr schön, Leute mal kennenzulernen, die auch reisen, und so kann man sich ja connection, das ist, glaube ich, sehr schön. Ja, genau. Vergesst einfach nicht, Daumen hoch zu geben, zu abonnieren, das Video zu teilen, das wird mir halt weiterhelfen für meine ganz großen Ziele, und die mich jetzt ein bisschen länger verfolgen, mein Ziel ist ja wirklich, mit den Van loszufahren, Aufnahmen zu machen, was auch immer, was für Aufnahmen, einfach Aufnahmen, die meine Intuition sagt, ey, das musst du mal mit den Menschen teilen, das macht Spaß, mach es einfach. Und ja, es würde mich freuen, es würde mich unterstützen, näher zu meinem Ziel zu kommen. Ja, erstmal Dankeschön für 204 Abonnenten, die mich folgen, das ist wirklich ein großer Schritt für mich, bin jetzt schon 5 Monate aktiv hier auf dem Kanal, und es ist einfach schön, sowas mitzusehen, dass einfach viele Leute doch Bock haben auf den Kanal und ja, neugierig sind, was jetzt passiert, und ja, das macht mich glücklich, das ist ein Fortschritt für mich, und mal gucken, wie die nächsten 5 Monate aussehen. Ich wünsche euch wirklich einen schönen Tag, genießt das Leben, genießt die Intuition, die ihr habt, die euch sagt, ihr müsst das machen, dann mach es einfach, das wird euch glücklich geben.